Ja, hallo und guten Morgen, Freunde. Es geht weiter mit Leben unter fremder Flagge. Ich glaube, wir sind bei Teil 8. Heute muss ich mal total improvisieren. Diese Notizen hier stammen aus meinem Buch Guyana Faszination Fremdenlegion. Das Buch habe ich leider nicht hier. Und der Inhalt von Guyana Faszination Fremdenlegion, den habe ich aus meinem Tagebuch. Ich habe damals tatsächlich Tagebuch geführt, nicht ständig und kontinuierlich, aber immer mal wieder. Und dieses Tagebuch, sowie auch mein Originalbuch von Guyana Faszination Fremdenlegion, das man übrigens auch erwerben kann beim EP Verlag, ist alles noch zurück in Deutschland geblieben. Deswegen habe ich mir mal einen Ausdruck gemacht und so gehen wir mal die Sache heute an. Hurra, die ganze, was kostet die Welt? No coffee, no worky. Schön, dass es euch gibt. Wie geht's euch denn? Exzellenter Kaffee, wie immer. Bevor wir da mal reinschauen, ist mir gerade eingefallen, wir hatten ja von den Inseln gesprochen. Ich war mehrmals auf den Inseln und einmal war ich mit dem Steiner, und Oliver drauf. Also nicht mit dem Tom, mit meinem Thomas, der dann später im Bosnienkrieg ums Leben gekommen ist, sondern mit dem Steiner und mit dem Oliver. Oliver, der war eigentlich immer bei mir. Ja, der Steiner war ein Deutscher. Und das war leider so ein kleiner Rassist. Das habe ich aber erst viel später rausgekriegt, weil so ein Allerweltsmensch. Ja, der ist so richtig Mainstream-Mensch geprägt gewesen, wahrscheinlich seit seiner Jugend. Und denen hat man halt erzählt, das ist gut, das ist schlecht und das ist überhaupt nicht gut, ja. Wie man es heute auch macht, teilweise, ja. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Ah, da kriegst du Gänsehaut bei dem Mainstream-Denken, bei dem Allerweltsmensch-Denken. Mit dem Steiner bin ich später auch ein paar Mal aneinander geraten, aber ist in Ordnung, wir haben das dann unter uns geklärt. Ne? Da gab es Verletzte und Tote. Ich hoffe noch hier. Ja. Gut, wie gesagt, war ich mit dem Steiner auch mal auf der Insel und mit dem Oliver. Und wir hatten da ein paar Arbeiten zu verrichten. Waren jetzt auf einer Mission unterwegs und da hatte ich mir einen Verdechien eingeholt. Verdechien, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung, was es ist. Verdechien, übersetzt heißt es Hundewurm. Ein Hundewurm, das sind so Würmer, die leben im Sand. Ne? Die leben im Sand. Wo der herkommt, weiß ich nicht. Naja, obwohl, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, ob der Fischer einen Hund hatte. Ja, kann schon sein. Auf jeden Fall war mein linkes Knie oder mein rechtes Knie, ich weiß nicht, also von Fußsohle bis zum Knie, das war eine offene Wunde, war alles offen. Wir fuhren zurück ins Camp du Commandant Forger. Dort musste ich sofort in die Infirmerie, das ist der Sanitätsbereich. Das Blöde an der Sache war, dass Weihnachten war. Es war Weihnachten. Ich habe Weihnachten in der Infirmerie, im Sanitätsbereich verbracht. Und zwar hatte ich neben den Larsson mein Bett. Ja, neben den Larsson mein Bett. Larsson war ein Engländer, zu dem ich heute noch Kontakt habe. Und ich kann mich erinnern, wir haben da in der Infirmerie, haben uns vom Foyer drüben eine Flasche Wodka geholt. Und haben an dem Weihnachtsabend eine Flasche Wodka gekillt, haben da Lieder gesungen von der Fremdenlegion, ja, Don La Brume, La Rocaille, Marlene, na, wie heißt, vor der Kaserne, vor dem großen Tor, kennt ihr selber, vor der Kaserne, Lili Marlene, deutsche Lieder, Westerwald, Don La Brume, La Rocaille und so weiter, ich erspare mit dem Rest. Ist mir gut in Erinnerung geblieben, weil wir haben da, ja, Larsson und ich, wir waren gute Kumpels und das war eigentlich schön. Und das war ein bisschen ironisch, da hockst du weg, ich glaube so 13.000 Kilometer weg von daheim, dein Weihnachten. Ich glaube, es war das zweite Weihnachten, das ich in der Legion verbracht habe. Und du bist in der Infirmerie, neben dir ein Engländer, mittendrin im Tisch, drauf eine Flasche Wodka, hurra, die ganze aus kostet die Welt. Da musste ich ein paar Mal herzhaft lachen. Also mein Lachen war jetzt nicht zurückzuführen auf den Wodka-Gemus, sondern wirklich auf die Ironie des Schicksals, ja. Aber ich fühlte mich da schon angekommen in der Legion, ich war schon mittendrin. Jetzt gehen wir mal weiter zu dem, was ich aufgeschrieben habe, nämlich viel aus dem Urwald. Ja. Hier steht oben Tipps für Feinschmecker, was man da alles essen kann. Ja, was man da alles essen kann. Ich lege mir das wieder weg und gehe mal so durch, was ich im Kopf habe. Zum Beispiel kannst du essen Bambussprossen. Ja, wenn du jetzt gehen wir mal rein in die Survival-Ebene. Wer im Urwald verloren geht und wer sich ein bisschen auskennt, naja, der muss um sein Überleben nicht fürchten. Das Einzige, was im Urwald gefährlich ist, im französischen Guyana, da gibt es für mich meines Erachtens nach drei Dinge, wo du aufpassen musst. Na, eigentlich vier. Vier Dinge, wo du aufpassen musst. Das sind die Giftschlangen, ganz klar, komme ich später nochmal drauf. Dann ist so ein Rochen, der lebt in den Kriegs, so ein kleiner blauer Rochen. Ja. Dann die Baumsteigerfrösche und einige Giftschlangen. Ja. Bei den Giftschlangen, die gefährlich werden können, da haben wir den Buschmeister, haben wir Fer de Lance. Vor denen hatten wir am meisten Schiss. Fer de Lance ist eine Lanzenotter, sehr gefährlich. Lanzenotter bis Überleben,
kaum möglich. Es gibt Klapperschlangen, da hat neulich einer von euch kommentiert, in Thomas, in Südamerika, Guyana gibt es doch keine Klapperschlangen. Natürlich gibt es Klapperschlangen in Guyana, ich habe ein paar gesehen. Ja. Und Buschmeister ist auch saugefährlich. Man sagt immer, diese Schlangen, wenn sie einen kommen hören, die hauen ab, ist richtig. Der Buschmeister gehört da nicht zu dieser Kategorie, da musst du aufpassen. Wenn du über den wegläufst, na, der kommt von hinten und beißt in die Wade rein. Ganz gefährliches Biest. Die sagen alle, der Buschmeister ist inoffensiv. Also ich habe es anders in Erinnerung. Also Pferdelons, Buschmeister und Klapperschlangen, musst du aufpassen. Das sind drei Schlangen, die sind unwahrscheinlich gefährlich. Baumsteigerfrösche, warum? Da gibt es blaue, gelbe und rötliche oder orangefarbene, die sind ultra gefährlich. Wenn du die anfährst, die haben auf der Haut so Giftpartikel, Gift. Da machen die Indianer, machen da ihr Pfeilgift raus, ja. Pfeilfroschgift, ja. Und es geht in die Blutbahn und du kannst elendig verrecken an Ding. Ja, also dieser Rochen, wenn du durchs Wasser läufst, der liegt im flachen Sand, also im flachen Wasser, im Sand, den siehst du nicht, ja, aber der kann stechen, der sticht sogar durch Patogas durch. Wir hatten damals Patogas, das waren die leichten französischen Boots, ja, die waren olivfarben und schwarz am Rand und die haben da durchgestochen und das ist höllisch. Was noch gefährlich ist, sind die Zitterale, die elektrische Stromschläge von sich geben. Da gab es nicht allzu viel, aber man konnte die erkennen an der rötlichen Färbung vom Mund. Ja. Und die waren ultra gefährlich. Also so ein Ding anfassen, okay, no go, absolut no go. Gut, wir waren gewesen bei Bambussprossen, kann man essen, wie gesagt. Bambussprossen, sehr, sehr gute Sache. Die kann man roh essen, die kann man kochen. Ja. Das sind so kleine Triebe, die unten an dem zum Fuß der Bambus der Bambusgebüsche wachsen. Ja, es ist ja nicht ein Bambusstrahl, der hochgeht, ein Baum, sondern es sind so ganze Gebüsche, sind zusammen so gebündelt. Ja, und da suchst du ein bisschen, da findest du die Bambussprossen. Was gut ist, sind Palmenherzen. Da musst du die jungen Palmen nehmen, meist die Wasabi-Palme. Ja, da gehst du hoch, brichst die Spitzen ab und dann musst du abschälen. Und dann hast du Palmenherzen und die kann man essen. Die kann man auch roh essen, die kann man aber auch kochen. Ja, no coffee, no worky. Dann hast du natürlich die ganze Insektenwelt. Kann man alles essen. Ja. Ob das jetzt die Amatudu ist, sind diese großen Spinnen, ja, so groß, sind wirklich so groß. Und ich denke, das sind die Goliath-Spinnen. Bin ich aber nicht sicher, müsste ich nochmal nachschauen. Die kann man essen. Die musst du nur reintun in die Glut, musst du rösten. Richtig rösten und dann, damit sie richtig knackig Knacken reinbeißen. Also die kann man essen. Ansonsten gibt es dort auch, wie in Gabun auch, diese Verde-Palmier. Das sind so Maden. Würmer, halt Verde-Palmier, Palmenwürmer. Sind aber mehr Raupen oder Maden. Die sind so fingerdick. Ja, die findest du oben in den Kronen von den Palmen. Da musst du hochklettern, die Palmenkronen auseinanderbrechen, langst rein, da ist Erde drin und da holst du sie raus. Da holst du 4, 5, 6, 10 Stück raus. Die sind weiß, daumendick. Da machst du den Kopf ab mit der Hand, lutscht aus, schmeckt gut. Unwahrscheinlich viel Eiweiß hier drin. Unwahrscheinlich viel Eiweißstoffe drin. Also, Curadigams, das kostet die Welt. Also, survival-technisch in Guyana, das ist einiges geboten. Man muss sich nur trauen. Würmer und das ganze Zeug musst du halt alles grillen. Man sollte das nicht roh essen. Nie roh essen, ja. Auch Kaimane kann man essen und die sind auch leicht zu fangen. Auch wenn du mal wirklich in Survival-mäßig unterwegs bist und hast keine Waffe bei dir, die sind auch leicht zu fangen. Irgendwie habe ich in Erinnerung, die sind leicht zu fangen. Und zwar kannst du dir einen Speer machen. Ich habe hier einen Speer vor mir liegen. Auf der einen Seite habe ich so ein Vierspitzensystem, ja, aus Holz ins Holz reingeschnitten, mit Spreizhölzern umwickelt, mit Schnur. In Guyana nehmen wir Liane. Das ist eher für die Fische. Aber das da, ja, ist für größeres Getier und gefährlicheres Getier. Für zum Beispiel Kaimane oder zur Abwehr, keine Ahnung. Ja, ich zeige es mal, ich muss nur aufpassen, dass ich hier meinen PC, der da drüben ist, nicht umschmeiße. Der ist dann nämlich am anderen Ende. So machst du dann. Ja. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Machen wir es nochmal rein. Ja. Da ist ein Messer. Wenn du ein Zweigmesser hast oder wenn du ein Messer dabei hast, dann machst du eben so einen Speer. Alles klar. Alles paletti. Ja. Und das ist ein unwahrscheinlich geiles Teil zur Selbstdefense, Selbstverteidigung, aber auch eben, um dich selber mit Fleisch zu versorgen. Guyana, Fleisch essen, Affen. Vorsicht, man kann Affen essen. Du solltest aber, wenn du einen Affen gejagt hast oder erlegt hast, das machst du natürlich nur, wenn als allerletztes Ressort. Das machst du nicht. Affe, ich sage euch gleich warum.
Du musst das Fleisch vom Affen mindestens 2 Stunden lang abkochen. 2 Stunden lang gnadenlos richtig kochen. Richtig kochen. Weil diese Affen, die haben alle möglichen Krankheiten. Man sagt ja, dass sie AIDS übertragen haben. Man redet von Hunter-Viren, man redet von, was weiß ich, echten Viren, Bakterien und Krankheiten, die Affen haben im Urwald. Und du kannst elendig verrecken, wenn du halbgare Fleisch isst. Also 2 Stunden lang abkochen. Wir hatten Pirogiers. Ja, das hat mir der Albert, der Chef Pirogier, erzählt. Das waren 4 oder 5 Mann. Die hatten mal Fleisch gegessen, obwohl die müssen es eigentlich wissen. Haben sie aber nicht gemacht. Die haben mal Fleisch gegessen, ich weiß nicht von was. Und das Fleisch war noch halb roh. Die hatten mal vermutlich Hunger, mussten schnell gehen oder hatten keine Ahnung, ging Feuer, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall haben die Fleisch gegessen, war noch halb roh. Eine Stunde später kam denen das Blut aus den Ohren, aus der Nase geschossen. Und wieder eine Stunde später waren sie alle tot. Es ist unwahrscheinlich gefährlich, rohes Fleisch zu essen oder halb rohes Fleisch zu essen im Dschungel. Das ist ein absolutes No-Go. No-Go. Ja? Gut. Anaconda, ich habe hier Stichwort aufgeschrieben, Anaconda. Die Anacondas, die wir gesehen haben, die hatten im Schnitt so zwischen 4 bis 6 Meter. 4 bis 6 Meter. Es gibt aber Anacondas, die werden bis zu 9 Meter. Die größte, die ich gesehen habe, naja, weiß ich nicht. Wie lang die war, weiß ich nicht. Das war über 6 Meter. Ich weiß aber, dass sie 140 Kilo gewogen hat, weil wir sie tatsächlich abgewogen haben. Ja. Anacondas kann man essen, die schmecken nicht schlecht. Alle Giftschlangen, die du fängst, kannst du essen. Du musst nur aufpassen, wenn es eine Giftschlange ist, ja, wirklich eine Giftschlange ist, wie eine Pferdelance oder eine Lanzenotter oder eine Klapperschlange, Kopf ab. Wenn du die gekillt hast, Kopf ab. Wenn du sie gefangen hast, Kopf ab. Wir haben gelernt, die noch mit der Hand zu fangen, ja, lebend mit der Hand zu fangen. Kopf ab, aufhängen, Querschnitt, Haut abziehen, Mahlzeit, rein in die Pfanne, Mahlzeit. Ja, überhaupt kein Problem, das kann man machen. Da gibt es eine Story, da war mal eine Inspektion bei uns, wir haben da die Fallen vorgestellt vor einem brasilianischen General, der hatte seine Journalistin dabei, die hat gedreht, die hat Fragen gestellt, die hat uns interviewt, der war eine hübsche junge Braut hier. Und da hatte der Papp, der war damals so, wie ich, Hilfsausbilder am Süffel. Nee, Papp war Ausbilder. Papp gehörte zum Stamm vom Süffel und ich war Hilfsausbilder. Das ist so ein Quereinsteiger, abgestellt von der dritten Kompanie. Ja. Und da hat der Papp die Schlange genommen, hat er aufgehängt am Kopf, hat er ausbluten lassen, abgezogen. Jetzt hat sie die Schlange noch ein bisschen bewegt, hin und her und hin. Ja, die Journalistin hat das gesehen, ist in Ohnmacht gefallen. Da musste der Aldo Randaluzev, unser Jugoslawe, der auch leider schon das Zeitliche gesehen hat, musste die wieder reanimieren, was dem ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, wie er mir später erzählt hat. Also göttlich, göttlich. Ja, no coffee, no brookie. Also alle Schlangen kann man essen. Wenn du Schlangen fangen willst, easy going, im Urwald, einfache Sache. Geh nachts raus, beweg dich vorsichtig und hab eine Lampe dabei. Ja, es gibt Gebiete im Französisch-Guyana, da bist du alle 30, 40 Meter auf eine Schlange gestoßen. Ja, weil die Schlangen sind meistens Nachtjäger, die sind nachts unterwegs und Wahnsinn. Und so kannst du Schlangen fangen, also verhungern tust du im Urwald nicht. Ja, musst nur ein bisschen Eier haben, damit du die Sachen auch fängst oder dann auch isst, wirklich tatsächlich isst, musst deinen Ekel überwinden, das geht schon. Ja. Also, in Guyana, die Schlangen, wie gesagt, die Anacondas sind gefährlich. Du musst nur schauen, dass du, wenn du eine Anaconda fängst, dass du den Schwanz und den Kopf meisterst, ja, du darfst nicht loslassen. Ja. Die werden gefährlich, ab 6 Meter werden sie tatsächlich für Mann gefährlich. Ins Wasser gehen, wenn du weißt, da ist eine Anaconda drin und die ist über 4 Meter lang, solltest du nicht. Ja, da kommst du als zweiter Sieger vom Podest, ja. Du wirst gnadenlos vernichtet. Und es gibt Kopfgeld. Na Quatsch, was erzähl ich denn da? Also, ist ein Preis ausgestellt worden im Französisch-Guyana für den, der eine Anaconda findet, die über 10 Meter lang ist. Also, das ist eine Riesensumme. Wer eine Anaconda abliefert, die über 10 Meter lang ist, der kriegt das Geld. Ja, also ich denke, dass die Schlange, die ich gesehen habe, die Anaconda, die wir gesehen haben, die größte, die war schon an die 8 Meter. Das sind schon rare Spezimen, man findet die tatsächlich wirklich noch, ja. Gut, die Anaconda hat Zähne, mich hat mal eine gebissen, das tut sakrisch weh, entzündet sich auch, aber ist nicht giftig, ist kein Problem. Ja, Anaconda hat tatsächlich Zähne, ganz klar. Ja, machen wir mal hier weiter, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Zitterale hat man schon. Und hier haben wir noch einen Eintrag, 8. November 86, was war da?
schnitt sehr gut ab beim Lehrgang, das war der Lehrgang Coracor. Am 31. Oktober 86 erhielt ich das Diplom der Spezialität Combat Coracor, also Nahkampfdiplom. Der Ausbilder war unser guter Kasenav, der auch Lehrgangsleiter war bei Rugby, bei der Rugby oder Trainer von der Rugby-Equipe. Habe euch die Story erzählt mit Rulli Bulli im Treppenaufgang und dann die großen Spinde nehmen Anlauf und die Spinde umstoßen, wie die Bekloppten, wo sie alle dann im Sambereich waren, Schulter gebrochen, Schulter ausgerenkt, Arm gebrochen. Ja. Und ich lese mal weiter. Am 31. Oktober 1986 erhielt ich das Diplom der Spezialität Corps à Corps, Nahkampfdiplom, von der Kommission d'Examen. Ja, das ist ein Ausschuss von Offizieren, der aus hohen Offizieren besteht, aus allen Kapitäns der Kompanien, aus dem S3-Offizier und so weiter und so fort. Des dritten RI, Moyen, also Notendurchschnitt, 15,20. 15,20, das ist respektabel. Ich war aber mit dem 15,20 der Beste. Ja. Mention bien, Urteil gut. Wenn nicht schief geht, darf ich im Dezember mit nach Puerto Rico. Also Puerto Rico bahnt sich an, obwohl es hier in der Reihenfolge nicht alles stimmt. Ich bekam einen Brief von Serta. Serta ist ein Gaulois, den ich hier an der Stelle herzlich grüße. Der wohnt im Augenblick in der Richtung Straßburg, ist bei der Feuerwehr, ja. Und er ist gut im Dösim-Rep angekommen, also er war schon mal im Rep bei den Fallis, ging ins dritte RI. Dort haben wir uns zu Freunden gemacht, der gute Serta und ich, und ist dann zurück ins Rep. Also ich bekam einen Brief, er sagt mir, dass er gut angekommen ist, hey Tom, komm doch nach, ja, so ungefähr. Und er ist bereits in seiner Stammeinheit in der dritten Kompanie, also Serta war bei den schwarzen Jungs, war dann auch bei der Operation Oryx dabei in Somalia, also er ist Kampfschwimmer, ja, geworden. Und der befindet sich oder befand sich zu dem Zeitpunkt, wo ich den Brief befand, gerade auf einer Compagnie Tournante, ja, auf einer MCD in Djibouti. Ja. Und hier haben wir als nächstes einen Auszug aus meinem Tagebuch, lese ich euch gerne mal vor. Neujahr ist rum. Ich war die ganze Woche Caporal Dissement. Caporal Dissement, das ist Gefreiter vom Dienst in der Kompanie. Und das ist immer für eine Woche, ja. Da hast du ein Unteroffizier vom Dienst und Gefreiten vom Dienst. Ja. Sergeant Dissement, Caporal Dissement. Ich war eine Woche lang Caporal Dissement. Übermorgen Flug nach Martinique zum SNEF. Sag ich euch nachher, was das ist. Und ich war gestern mit Oliver und Werner im Capi Blanc. Ja, das Capi Blanc ist eine Kneipe. Komme ich gleich nochmal drauf. Das Capi Blanc war neben dem Saramaca und dem Tropicana eine unserer Stammkneipen. Ja, da haben wir schon einige Dinge erlebt. Und Olivers Freundin, eine hübsche Kreolin, arbeitete dort. Wie ich ihn Oliver gefragt habe, kann ich mich gut erinnern, die Wildgans, warum bist du mit der zusammen? Ey, die sei ja blitzsauberes Mädel. Naja, hat er gesagt, wegen dem Möpsen. Die hatte angeblich so, ne, voilà. Also, war ein Modell. Musst du dir vorstellen, kaffeebraun, klein, zierlich, Haare bis hinter auf dem Arsch fallen. Boah, eine Zuckerpuppe, ja. Gut, pass auf. Jetzt geht's weiter. Wenn wir dort zusammen hingehen, also in der Clique, vor allem wenn auch noch Shanyo und Serta dabei waren, das waren Rabauken. Also geile Typen, geile Freunde. Mit dem Shanyo, der wohnt bei Bordeaux, habe ich auch noch Kontakt, auch mit seinem Sohn. Ja. Die wollen immer, dass ich rüberkomme zu dem und dem Geburtstag, dem und dem La Fête de la Fourragère und so weiter. Habe aber meistens nie Zeit, aber ich muss das echt mal nachholen. Ja. Vor allem, wenn auch noch Shani und Serta dabei waren, gab es immer einen tollen Abend, der nicht selten im Nachhinein von unserem Kapitän, ja, als Skandal um Will bewertet wurde. Skandal um Will. Naja, auf der einen Seite Nacht mit Serta und Shani draußen, Oliver noch dabei, handfeste Keilerei, Military Police ab in Knast. Meist war es aber dann so, dass du wegen solchen Sachen am nächsten Tag kamst du raus aus dem Knast, musstest beim Kapitän antreten und die Sache wird wieder erledigt. Also bist jetzt nicht verurteilt worden, dass du da jetzt 10 Tage, 20 Tage Knast bekamst für eine Schlägerei. Nee, dann wäre das ganze Regiment ständig im Knast gewesen. Ja. Das im Nachhinein von unserem Kapitän, also das war der Martin, als Skandal um Will betitelt und genauso bestraft wurde. Dazu sei gesagt, dass Kapitän Martin ein echter Legionärsoffizier war, dem unser größter Respekt sicher war, baute man Mist, musste bei ihm antanzen und er löste ein undiszipliniertes Verhalten dann auf seine völlig unbürokratische Art und Weise. Boom, einer auf die 12, die Sache wäre erledigt. Und deswegen liebten wir den Matter. Deswegen haben wir den so gemocht. Das war so ein richtiger Bandenführer, ein Anführer von einer Banditenhorde, obwohl ich es jetzt nicht nachteilig meine oder negativ meine, ja. Es war so ein Offizier wie der Mattei, wie der Kapitän Mattei aus dem dritten RI, aus dem Buch Frankreich fremde Söhne. Das war ein Anführer, das war ein Boss, der hatte Charisma. Den sind wir gefolgt, ohne Wenn und Aber. Und
Der war mit seinen Männern. Der lag lieber mit seinen Männern im Dreck, hat Kaffee aus dem dreckigen, aus dem Kahn getrunken, ja, aus der Blechtasse, als dass er in der Offiziersmesse saß und hier den Hofnix von Generälen gemacht hat. Das waren geile Offiziere. Kann ich, Wahnsinn. Wie der Babinski auch, oder später der Kolonel Kohut. Das waren Offiziere, das sage ich heute noch, Chapeau, voilà. Einfach nur grandios, ja. Puerto Rico steht an und es fliegen wir aber erstmal auf dem Kommandolehrgang nach Martinique. Und zwar 15 Tage SNEF, Centre National Entraînement Forêt. Ja, das war in Martinique und zwar im Fort de France in der Kaserne des Aix. Ja, Kaserne des Aix. Dort war das 33. Regiment d'Infanterie de Marine. 33. RIMA. Und wir fühlten uns wie Fische im Wasser. Das war unser Milieu. Ja, also Kommandolehrgänge, da hatte jeder von uns schon ein paar hinter sich. Und wir haben da wirklich nur halbe Kraft vorausgegeben, kann mich gut erinnern. Wir haben die Rekorde aller Pisten gebrochen. Komme ich später nochmal drauf. Ich glaube, da ist auf der zweiten Seite was zu lesen. Ja. Warte mal, na, hier steht das nichts. Ups, hier fehlt meine Seite. Muss ich da nochmal rein? Nein. Auf jeden Fall. Nein, hier steht's. Auszug aus meinem Tagebuch, März 87, Martinique SNEF. Ja, der Offler und ich brechen den Rekord auf der individuellen Hindernisbahn, Pist individuell. Der Offler, zum Offler sei gesagt, das war ein ganz lieber Typ. Der Offler war, ich glaube, ein Australier oder ein Brite, weiß ich nicht. Könnte auch ein Kanadier gewesen sein, ein großer Typ. Der war bei den Krab. Der war bei den Krab, bevor er nach Guyana ging. Dann war 2 Jahre Guyana angesagt, dann ging er zurück ins Rap und war dort, glaube ich, wieder bei den Krab. Bin ich mir aber nicht sicher. Krab, das war damals Kommando de Recherche et d'Action dans la Profondeur. Das war unsere Eliteeinheit, die Crème de la Crème vom Deuxième Rap. Ja, wir hatten 2 Teams, 2x10 Mann. Das war unsere Antiterror-Einheit vom Deuxième Rap. Und das war ein geiler Soldat, ein geiler Kumpel. Und der Offler, mit dem habe ich also damals die Piste individuell geknackt, den Rekord. Ich war damals richtig heavy drauf, richtig schwerpunktmäßig sportiv unterwegs, ja. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben sehr viel getrunken, wir haben auch sehr gut Sport gemacht. Wir waren wirklich, es war wie ein Wunder, wie das beides zusammenpasste. Später im Alter zahlt sich das vielleicht, dann macht euch das dann bemerkbar, ja. Aber Offler und ich, wir waren da mächtig gut drauf und wir haben da die Rekorde getroffen oder gebrochen. Und der Offler, der ist mir deswegen so in Erinnerung geblieben, weil der hatte später hinten raus ein Mädchen, also eine Prostituierte, ja, aus die in Guyana bei uns halt auch unterwegs war, hat er später als Ehefrau genommen. Das war ein ganz liebes Mädchen, das war eine Kreolin, ich glaube sogar, die kam aus Brasilien. Den Namen weiß ich, möchte ich aber hier nicht nennen. War ein ganz liebes Mädchen. Die war blond mit einem braunen Teint. Ganz nett, ganz lieb. Hat aus sozialen Gründen eben den Job machen müssen. Und ich habe es euch schon mal gesagt, für uns Legionär und Prostituierte, das passt immer gut zusammen. Und ich sage es euch heute nochmal und auf breiter Front und gerade ins Gesicht. Uns sind Prostituierte lieber. Ja, die das ganz offensichtlich machen, ihren Job, aus ihren Gründen heraus. Die, voilà. Na, die machen das für Kohle, sagen das auch und sind da ganz transparent. Uns ist so ein Mädchen lieber, wie meinetwegen eine Ehefrau, die fremd geht. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Weil letzteres eine Ehefrau, die fremd geht, das ist falsch, das ist hinderlich, das macht man eigentlich nicht. Ja, und das ist, da muss ich nicht verheiratet sein, um so eine Scheiße zu machen. Aber eine Prostituierte, die das aus ganz, ganz menschlich und humanen Gründen macht, weil sie vielleicht ihr Kind ernähren muss, naja, die respektieren wir. Und wir sind da Legionäre und Prostituierte, absolut auf Augenhöhe und absolut cool, finde ich absolut cool. Und der Offler hat dieses Mädchen dann von Guyana weggebracht, rein nach Frankreich, hat die geheiratet und hurra, die ganze Skos, die Welt führt heute ein schönes Leben. Ja? Und die ist froh, dass er sie da weggebracht hat. Ja? Und Die ganze üble Nachrede, die du dann hast, wenn du so ein Mädchen ehelichst, naja, da stehst du drüber, ganz einfach. Wir sind Männer, oder? Oder sind wir Pussys, wir sind Männer. Ist so, voilà. Ja, ist so. Ja, ich sage immer, wer mit mir zum Beispiel nicht einverstanden ist, der muss noch an sich arbeiten, ganz einfach. Ja, da liegt das Problem nicht bei mir, sondern bei den anderen. So, das wäre es mal gewesen für diesen Clip heute. Ich habe euch also vorgelesen aus meinem Buch Guyana Faszination Fremdenlegion, dass man sich käuflich erwerben kann. Beim EP Verlag mal reingehen, Amazon. Und
Das Abenteuer Guyana geht auf jeden Fall weiter, steht an, Puerto Rico, da komme ich als nächstes drauf. Wir waren da damals gewesen, 2 Wochen lang, glaube ich, in Puerto Rico bei den Navy SEAL Team vor. Wir haben uns mit den Jungs ausgebildet, wir haben sie ausgebildet, sie haben uns ausgebildet, war ein beiderseitiger Austausch. Dabei ist Interessantes herausgekommen, ja, und das war in Roosevelt Roads in Puerto Rico, wie gesagt, eine geile Geschichte haben wir dort erlebt. Doch das ist dann wirklich tatsächlich eine Geschichte fürs nächste Mal, Leben unter fremder Flagge. Und dieser Clip, liebe Freunde, der war für euch. Wenn ihr für mich was tun wollt, gebt mal rein in die Beschreibung des Videos, da ist mein Merch-Link, klickt mal auf, lasst mal aufpoppen, schaut mal, was da gibt, bestellt das ein oder andere Teil, so könnt ihr mir am besten helfen. Danke dafür. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Leben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute. Ich wünsche euch Gesundheit. Besser geht nicht, denn wenn du gesund bist, der Rest erfolgt automatisch. Amitié Legionnaire, danke dafür. Dankeschön, euer Thomas Gast. Bye, bye. Und vergesst den Humor nicht. Humor ist essentiell. Don la brume la rocaille. Selber.